Ahoi und Tag gesagt, ich bin Bastian aus Berlin und du schaust gerade das neueste Aquatech-Testvideo. Meine alte Umkehrosmoseanlage hat sich verabschiedet, eine neue musste her. Heute also der Osmopower 2.0 von Filtermaster im Test. 190 Liter am Tag, stromlos inklusive Spülventil. Wie andere Umkehrosmoseanlagen ist der Osmopower mit einer 3-Stufen-Filterung ausgestattet. Einem Feinfilter, einem Aktivkohlefilter und der Spezialmembran. Zusätzlich kannst du als vierte Reinigungsstufe den UltraPure Resin Master in das System integrieren. Dadurch lassen sich auch Silikate und Nitrate rückstandslos entfernen. Kicken wir mal, was da alles mit dem Paket geliefert wurde. Die Osmosemembran ist gesondert verpackt. Bedienungsanleitung, Wasserhahnanschluss und ein Filterschlüsselwerkzeug. Außerdem ein 3 Meter langer Schlauch. Zwei Wandhalterungen mit Schrauben werden mitgeliefert. Der 3/4 Zoll Wasserhahnanschluss ist leider nur aus Plastik. Bevor du das System jetzt in Betrieb nehmen kannst, musst du die Membran einsetzen. Dazu entfernst du einfach den blauen Sicherheitsring auf der mittleren Tube. Jetzt kannst du ganz einfach den weißen Ring am Verbinder herunterdrücken und den Schlauch herausziehen bzw. einstecken. Mit dem mitgelieferten Tool kannst du jetzt die Tube öffnen und die Membran einsetzen. Das Wasser zirkuliert in der ersten Stufe durch den Feinfilter mit 5 Mikron feiner Porenweite. Die Aktivkohle in Stufe 2 entfernt Chemikalien wie Pestizide und Herbizide. Beide Filter sollen alle 6 Monate laut Hersteller getauscht werden. Die Spezialmembran, die ich gerade eingesetzt habe, mit 0,0001 Mikron, besteht aus Polyamid. Die Membran lässt nur Wassermoleküle passieren und sogar Bakterien werden zu 99% ausgefiltert. Ein Durchflussbegrenzer im Verhältnis 1:3-4 ist integriert, genauso wie ein Spülventil. Das blaue Sperrventil kannst du öffnen und somit die Anlage vor und nach jeder Benutzung ausspülen. Jetzt kannst du deine Anlage anschließen, wieder den blauen Sicherheitsring, diesmal an dem Feinfilter lösen, den roten Nippel musst du entfernen, den Schlauch anschließen und mit dem Wasserhahnanschluss verbinden. Die Wassertemperatur sollte 30 Grad nicht übersteigen. Das Reinwasser kannst du jetzt am unteren Ende der mittleren Stufe 3 entnehmen. Dieselbe Prozedur, blauen Ring ziehen, roten Nippel entfernen und Schlauch anschließen. Als letztes musst du noch das Spülventil aktivieren. Auch hier Sicherheitsring und Nippel entfernen und einen Schlauch anbringen. Fertig! Meine Anlage ist jetzt für den Erstgebrauch gewappnet, muss allerdings noch 2-3 Stunden gespült werden, um die Konservierungsstoffe der eingesetzten Membran zu lösen. Nach der Spülphase stellst du einfach das Spülventil um, jetzt kannst du anfangen, das Reinwasser aufzufangen. Ich habe hier einen blauen Schlauch für das Abwasser gewählt und aus dem weißen Schlauch tröpfelt mein Osmosewasser. Hier also mein erstes frisch gezapftes Maß mit reinem Wasser. Circa 11 Minuten hat die Anlage bei unserem Leitungsdruck für den Liter gebraucht. Der Leitwertmesser zeigt 17-19 Mikrosiemens an. Um die 20 ist ein guter Wert, den auch andere Osmoseanlagen bei mir hier erreichen. Willst du den Leitwert noch weiter absenken, zum Beispiel für Meerwasseraquarien, solltest du zusätzlich den hier gezeigten Silikatfilter verwenden. Die Anlage kostet etwa 60 Euro, der einzelne Feinfilter ca. 10 Euro, ein Aktivkohlefilter etwa 11 Euro. Die einzelne Ersatzmembran hält einige Jahre und kostet ca. 17 Euro. Wenn du den UltraPure Resin Filter einsetzen möchtest, bist du mit 20 Euro dabei. Fazit: Die Osmopower 2.0 von Filtermaster ist sehr stabil verarbeitet. Die Abgänge sind nicht drehbar, was ein Abknicken der Schläuche verhindert. Bei gutem Wasserdruck können beachtliche 170-190 Liter Reinstwasser mit dem System gewonnen werden. Für 1 Liter reines Wasser produziert die Anlage etwa 3-4 Liter Abwasser, je nach Leitungsdruck. Ein Resin-Silikatfilter kann zusätzlich in das System integriert werden. Wer sich eine kostengünstige mobile Umkehrosmoseanlage für zu Hause oder unterwegs anschaffen möchte, kann hier getrost zugreifen. Von mir gibt es einen Daumen nach oben. Das war's schon wieder von mir für dich aus Berlin. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlass ein Abo und einen Daumen. Ich freue mich auf deine Kommentare. Kick mal wieder rein, wenn es heißt Ahoi und Tag gesagt.